Hallo YouTube, hallo Zocker, hallo Landwirtschaftsfans, herzlich willkommen zurück hier bei Nikfrei Zockt, Landwirtschaftssimulator 19. Ich bin gerade überlegen, ja komm, wir fahren noch eine Bahn runter, die kriegen wir noch rein. Das sollte normalerweise funktionieren, was ich davor habe. Oh oh, wir hängen. Das ist nicht denen ihr Ernst, oder? Ich hänge schon wieder. Ist da so eine Biegung drin, die ich einfach nicht mähen kann, oder wie? Ey, sorry, aber das geht mal gar nicht. Wie soll man das denn mähen? Kann man das mal einem Mensch verraten? Es gibt Tage. Es gibt Tage, da will einfach nichts klappen. Und wenn ich so Tage habe, wo einfach nichts klappen will, da würde ich am liebsten direkt wieder ins Bett gehen. Sage ich ganz ehrlich. Also ich meine, wie kann man hier solche Wölbungen reinmachen, dass nicht mal ein Mähdrescher das abmähen kann? Hallo? Das war die falsche Taste, will ich mir überhaupt nicht. Ich wollte anschalten. Kein Tempomat nutzen. Es ist nicht denen ihr Ernst, dass ich auch von der Seite nicht gescheit ranfahren kann, oder? Und ich kann auch, normalerweise würde ich jetzt hingehen und würde das Mähwerk vielleicht, naja, so ein paar Zentimeterchen hochheben. Es geht aber hier im Spiel nicht. Also in echt würden die jetzt praktisch hingehen und würden praktisch das Schneidewerk so lang hochheben, bis sie wieder fahren könnten. Wenn es aufsitzt. Geht aber hier nicht. Ach, das ist doch ein Witz. So macht das doch keinen Spaß, Leute. Da haben die da aber auch ein Ding reingebaut, eine Welle reingebaut. Sorry, aber das ist ein ganz, ganz schlechter Witz. Liebes Giants-Team. Ist das, was ihr wolltet? Mit diesen Feldern. Also man hätte, ich sag ja, die ganz platten Felder, die waren langweilig. Ja, die waren echt langweilig. Aber muss man direkt solche Berge in ein Feld reinbauen? Also das verstehe ich dann auch nicht. Hätte man noch ein bisschen flacher machen können. Richtige Landwirte passen dann auch ihr Feld mal an. Das geht hier alles heutzutage. Du musst ja auf so einem Feld nicht unbedingt leben. Außerdem weiß ich nicht, ob man hier in so einem Hügel wirklich ein Feld angelegt hätte. Sage ich jetzt mal. So, ich meine, hier können wir überall relativ gut rumfahren. Jetzt kommen wir wieder nicht voran. Ey, das ist doch echt ein Joke. Das ist so ein Scheißwitz. Entschuldigung, ich reg mich da gerade so ein bisschen auf. Weil du hast einen riesen Mähdrescher, damit du schnell arbeiten kannst. Und dann hast du so eine Wölbung da im Feld, dass er überall aufsetzt. Das kann doch nicht denen ihr Ernst sein. Bitte. Ich freue mich schon aufs Tool, womit man Land anpassen kann. Weil wenn wir dann so ein Feld kaufen... Und es ist nichts drauf angebaut. So, einfach mit Anlauf rein da. Dann passen wir erstmal die Höhe an.
Dass er nicht mehr da solche Wellen drin vorkommen. Das ist doch ein Witz, Leute, bitte. Das kann man doch keinem Mensch erzählen, dass das beabsichtigt ist. Guckt euch das so mal an. Das ist eine 400 PS Maschine und das ist Grund. In echt wird er den Grund einfach wegschieben. Eine 600 PS Maschine ist das sogar. Keine 400, 600 PS Maschine. Die würden echt, würde die den Grund einfach wegschieben. Ist kein Joke. Erzählt mir doch nicht, dass die nicht vorankommt. Liegt bestimmt an meiner Pflegebereitung. Puh, Hust. Go, 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 go. Ich muss so ein bisschen Schlangenlinie fahren. Alter. Ich bin doch voll drin in der Steigung. Das kann doch nicht sein. Please, komm, geh. Ich will irgendwann fertig werden mit dem Acker hier. So muss das laufen. So und nicht anders. So. Kaum lasse ich es ab. Bumm, steht da. Ey, ich komme mit Anlauf dort an. Boah, ey, das geht mir gerade richtig auf den Nerv. Das merkt ihr auch, ne? Ich bin voll genervt. PS Mähdrescher vom Boden gefangen genommen, festgehalten. Es ist ein Witz. Entschuldigung. Ernst können die das nicht meinen. Ist auch egal, wo ich lang fahre, ja? Ich setze ab und will fahren und hänge. Haben die nur die America-Map gespielt im Test? Das muss man doch merken, solche Dinge. Das ist das, was ich nicht verstehe. Das ist, also beabsichtigt ist das mit Sicherheit nicht. Und wenn sie es getestet hätten, hätten sie es doch gemerkt. Ich meine, wenn ich das schaffe, das rauszufinden, dann haben die das doch auch rausgefunden. Da hätte man doch die Chance gehabt, irgendwas gegen zu tun. Rechtzeitig. Ja, ich weiß. Lern erstmal fahren, bevor du rummeckerst. Ne? Holla die Waldfee, ey. Das Schlimme ist, da hinten steht noch so ein kleiner Fleck mit Weizen. Mit Gerste, Entschuldigung. Ist ja ein Gerstefeld. Kein Weizenfeld. Von hier aus siehst du es. Wenn du dort ankommst, siehst du es nicht mehr. Yo, nein, nicht umwerfen. So, ich bin doch auch so da reingefahren. Wieso komme ich da so nicht raus? Nicht absetzen. Alles machen, nur nicht absetzen. Voller Anlauf. Jetzt absetzen. Ich weiß, warum wir das Stück nicht geerntet haben.
komme mir irgendwie verarscht vor. Seid mir nicht böse. Mal 3 Kreuze im Kalender, wenn wir das hier hinter uns haben. So, da hat er was geerntet. War das da oben? Haben wir es jetzt? Scheinbar haben wir es jetzt. Das Problem ist, ich fahre jetzt mit dem hier rum und versuche irgendwie verzweifelt, das hier wegzukriegen. Was wir mähen müssen. Weil ich will fertig werden. Man soll es nicht glauben. Da ist auch so eine blöde Welle drin. Achtung, gleich setzt er wieder auf, ne? Nee. Diese Wellen, ey, die sie da reingebastelt haben. Ich meine, es ist ja schön, dass die Felder nicht alle platt sind. Das gebe ich ja offen zu. Aber wenn du dann mit deinen Maschinen... Anlauf nehmen musst und 600 PS nicht ausreichen, um so eine kleine Bodenwelle da zu überwinden, ey, dann kriege ich zu viel. Was ist das, Mann? Also die Maschine kaputt machst du damit gar nichts. So, mal gucken, ob ich in die Richtung ernten kann. Scheinbar ja. Zu früh gefreut. Jetzt bräuchte ich noch einen kleinen Mähdrescher. Der nicht aufsetzt. Gott, was eine Arbeit hier. Warum machen wir das noch gleich? Ach richtig, wir brauchen Geld. Wir waren jung und brauchten das Geld. Es ist ja schon gut. Ich nehme es ja schon hoch. Ich schalte es ja schon aus. Es ist ja schon gut. Reg dich nicht auf. Ich frage mich immer noch, warum bleibe ich überall hängen? Ich meine, was soll ich noch machen, außer so fahren? Anders geht's ja nicht. Überzeugt. Wir können immer noch nicht in die Richtung.
Mein ganzer Ernteplan geht nicht auf. Macht denn der Vogel da? Komm, fang die Maus. Wut, 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 fang die Maus. Ich würde sagen, der backt. Der kommt auch nicht klar mit dem Bodenwillen. Ah, übrigens, Fußballmanager habe ich mich gestern mal erbarmt und habe mal noch zwei Ligaspiele gemacht mit dem Spielstand, den ich im Let's Play hatte. Das zweite Spiel gegen einen, der einen Tabellenplatz unter uns stand, habe ich mit Ach und Krach 5:4 gewonnen. Nach 17 Minuten 2:0 geführt und dann lassen die ich das komplett aus der Hand nehmen und gegen Ende durch ein paar Taktikänderungen dann doch noch einen Sieg eingefahren. Alter Schwede, ich kann euch sagen, ich habe hier getobt. Ich war kurz vom Alter 4 drücken. Besser, dass ich das Projekt aufgegeben habe, wenn wir nicht mal schwächere Gegner einsacken. Ich weiß nicht, was das für eine Mannschaft ist, die ich mir da ausgesucht habe. So, wir kommen voran, auch wenn das Feld es nicht will. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal gesehen habt, was der Beta-Patch so alles bringt. Aber du kannst Land einebnen. Gott sei Dank. Da kannst du solche Felder kannst du dann platt machen, ja. Dass das besser hinhaut. Dann kannst du für die Stelle den Untergrund platt machen, dass das besser hinhaut. Das ist ja momentan ein echtes Drama. Was die hier abliefern mit Landschaftsgestaltung. Also auch wenn du jetzt einen Stall setzt, da kann es ja ganz leicht passieren. Du setzt einen Stall und dann nimmt er sich irgendwo zwischendrin so einen Punkt raus, den er als Basis nimmt und dann geht's hinten einen Hang hoch und vorne einen Hang runter. Und mit dem Traktor kommst du weder den Hang hoch noch den Hang runter. Und mittendrin steht dann da dein Stall. Und du denkst nur, wie soll ich da hinkommen? So, schaffen wir das noch? Ich hätte es wirklich gern anders gehabt, aber es geht nicht anders. Also machen wir es so. Regen uns nicht auf, machen wir uns keinen Kopf drüber. Bringt eh nichts. Hier hat einer geschrieben. Da mein Fußballmanager-Video. Ist doch nur ein Spiel, chill mal dein Ei. Hab ich das gelesen, aber habe ich gesagt, was zum Glück habe ich mit Fußballmanager aufgehört. Genauso Kommentare brauchst du. Das sind aber auch, guck da mal rein, ey, was das für Wellen sind. Da siehst du die Frucht nicht mehr. Da beschleunigt er voll, weil es bergab geht. Da schmeißt du ihn bald um, weil du lenkst. Das ist crazy. Ach so, stimmt, da war was. Der ist hier auch schon voll. Ärmchen ausfahren, da rein. Wo müssen wir hin? Ach genau, zum Hafen. Dem Hafen.
So, den fahren wir am besten so, haben wir gelernt. Kusch, 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 Vögelchen. Momentan hängt es, nach dem, was ich gehört habe, eigentlich nur noch daran, dass es viele Mods noch nicht gibt, weil Giants noch keine Scripting-Dokumentation für ihre API offengelegt hat. Und deshalb die Modder nicht wissen, wie sie ihre Programme anpassen sollen, damit die die Daten aus dem Landwirtschaftssimulator rausholen und wie sie die veränderten Daten dann wieder reinpacken können. Es gibt schon viel mehr Mods, aber ja, also ich sag nur so GPS und Bank von Hagenstedt, das sind ja alles so Dinge, die brauchen eine Scripting-API und die gibt's halt noch nicht. Warum auch immer, Giants haut die noch nicht raus. Frei. Ja, ich weiß, es war nicht frei, aber ich sag frei und es ist frei. Ich habe keinen Unfall gebaut. Insofern alles gut. Die schleichen sich ja so einen ab. Also das wäre das Erste, was ich ändern würde. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwo eine Datei finde, wo die Speed der KI-Fahrzeuge festgelegt ist. Das geht gar nicht, dass die da mit 30 über die Straßen schleichen. Die sollen gefälligst 50 fahren. Dann macht doch anhalten und gucken und alles mal einen Sinn. Weil... Brauch nicht anhalten und gucken. Wenn da keiner steht, dauert es noch Jahrzehnte, bis da einer kommt. Fahren überall Schrittgeschwindigkeit. Lass mich raten, wenn die 50 fahren, gibt es keine USK-0-Freigabe. Wo ist die Abladestation? Da. So, stehen wir drauf. Es ist eigentlich egal, wo wir abladen. Außer hinten. Muss mal gucken, ob er auch trifft. So, 71% haben wir abgeschlossen. Wir nähern uns dem Ende. Ich bin mal gespannt, was am Schluss für uns übrig bleibt. Ach, wenn wir hier beim Kreisel reinfahren, kommen wir da schneller ans Ziel. Gut zu wissen, aber zu schnell im Kreisel fahren... Ach ja, stimmt. Ich muss ja, wenn ich... fahren will, muss ich an die Cockpit-Kamera. Ich vergesse das immer. Es fährt sich anders aus dieser Ansicht. Ich habe wieder alles umgemäht. Und jetzt kommt er da den Hang nicht hoch. Ich krieg zu viel. Da ist gerade ein Zug durchgebrettert. Das hier hinten, das erinnert mehr an Süddeutschland, ne? Oder Österreich, Schweiz.
Ist schon faszinierend, was die mit Texturen alles schaffen, ne? Das ist nur eine Textur, die aufgemalt ist. Die aussieht, als wäre das Ganze 3D. Eingedrückt. Weil wir drüber gefahren sind. Gleich reist er in der Zeit zurück. So schnell wie der fährt. So, da steht er. Ärmchen ist draußen. Da müssen wir noch drunter fahren und dann kriegen wir unsere Fracht ab. Na? Wollte gerade sagen, wo ist es denn? Also das ist halt schon Hardcore. Wenn ihr neben dem herfahrt, um den praktisch bei der Fahrt abzutanken, müsstet ihr auf der Höhe vom Schneidewerk praktisch mit eurem Traktor fahren. Ich glaube, da kriegt man dann doch schon mal ein bisschen Muffesausen, wenn man das nicht gewohnt ist. Ja, oder so. Da dürft ihr euch nicht versteuern, sonst gibt es Kollision zwischen Mähdrescher, der da sein ganzes Schneidewerk anhat. Und Traktor, der dann unter die Räder kommt. So. Weiter geht's. Bin mal gespannt, ob er das hinkriegt. Das geht komischerweise. Ich sag nix. Ich versuch's für mich zu behalten. Zum Glück habe ich keine Webcam. Wenn ihr sehen könntet, wie ich hier sitze, während beim Mähdrescher die Räder durchdrehen und er sich keinen Millimeter von der Stelle bewegt. Das ist doch ein Witz. Lass mich doch wenigstens mal zur Gerste vordringen, ey. Für ein Feld ist das hier denn? Das gewusst hätten wir direkt quer gemäht. Hätten wir gar nicht hoch und runter gemacht. Wie haben wir das überhaupt hingekriegt, hoch und runter zu mähen? Zwei bis vier Bahnen. Wenn das überhaupt nicht geht wegen der Biegung.
Ja, eigentlich wollte ich heute mit dem Feld hier fertig werden, aber aufgrund dieser technischen Schwierigkeiten, die wir hier haben, bin ich mir nicht so sicher, dass wir das heute schaffen. Also ich weiß, welches Feld wir nicht kaufen. Das hier. Die Nummer mag ich mir noch. Das gibt eines der letzten Felder, die wir uns anschaffen. Weil ganz im Ernst, ey, das macht ja, da wirst du ja kirre bei. Vor allem, die haben in der Maschine... Daneben haben die so einen Joystick. Damit können die das, soweit ich weiß, anheben und senken. Dieses Schneidewerk. Aber normalerweise würde man, wenn man so aufsitzt, einfach mal so ein bisschen anheben und ein bisschen höher abschneiden. Weil das macht nichts, wenn man ein bisschen höher abschneidet. Ich stehe still, da bewegt sich kein Millimeter mehr. Als wären die Halme da aus Stahlbeton oder so. Und selbst wenn die den Grund berühren normalerweise, da diese Schneidewerke und so, die schieben ja den Grund einfach weg. Das ist ja keine Betonplatte, auf der man dann schleift. Das ist ja... Ich weiß auch nicht. Also hier müssen wir von oben nach unten, ja? Gut. Gut zu wissen. Dann hätten wir eigentlich auch gleich durchgehend mähen können. Ja, ich tue mir ein bisschen schwer so. Ne? Wo darf ich absetzen, wo nicht? Hätten wir direkt durchmähen können, hätten wir gewusst, dass das so einen Stress gibt. Lernen wir auch. In der Zukunft machen wir das einfach. Von oben nach unten einfach durchmähen. Ich meine, ich kann mit der Maus hier jeden Scheiß einstellen, ja? Ob hoch, runter, vor, zurück. Da dieses komische Ding, Cam, Rechen, Krams da. Das kann ich einstellen. Aber ich kann dieses Schneidewerk nicht mal um Millimeter anheben. Um ein bisschen höher abzuschneiden oder so. Das geht nicht. Damit wäre das Problem nicht gelöst. Dann stellst du das auf eine Höhe ein, dass er eben nicht hängen bleibt. Und dann kannst du einfach mähen, wie du willst. Feldspritze und Co. machen es ja vor. Das wäre die einfachste Lösung. Stellt euch mal vor, ihr kauft eine echte Maschine für eine halbe Million, habt ein großes Feld mit so einer Biegung da drin und dann geht ihr drauf und wollt eure Ernte einfahren und dann heißt, geht nicht, weil ist Biegung im Feld.
Ich glaube, der Bauer kriegt einen Schreikrampf. Ich glaube, die Firma muss ihren Mähdrescher dann zurücknehmen. Ich bin echt mal gespannt, wann wir fertig sind hier mit dem Acker. Ich sah nicht mehr Feld, ich sah nur noch Acker. Weil das Ding hier, das hat den Namen Feld überhaupt nicht verdient, so wie wir hier ackern müssen. Ist auch interessant, ne? Das Wort ackern. Kommt das Wort ackern eventuell auch davon, dass man eben auf dem Acker schwer gearbeitet hat und sich das deshalb so durchgesetzt hat, nach dem Motto, wie der muss ackern? Oder kommt das Wort ackern vom Ackergaul, der wirklich geschuftet hat auf dem Feld, um den Pflug zu ziehen und so weiter? Also ich kann mich ja entsinnen, dass man früher gesagt hat, also so meine Großeltern, dass sie gesagt haben, der schuftet wie ein Ackergaul oder der ackert. Interessant, ne? Das heißt, die Feldarbeit war halt mal richtig schwer und hat man schwere Arbeit mit Feldarbeit verglichen. Auch mal was. Bitte nicht voll bevor leer. Strike. We did it. Was ein Glück. Wir haben übrigens 1389 Euro Miese. Weil wir eine Stunde jetzt gearbeitet haben. Es wird direkt abgebucht. Break. Gerade mal nachschauen. Was ist das für eine Ernte? Kartoffeln zur Getreidemühle. Mais? Wollen die mich schicken? Gerste auf Feld 2.
Gerste auf Feld 2. Wo ist Feld 2? Da oben. Wie kommt man da hin? Ich weiß, wie wir da hinkommen, aber ich überlege gerade, wie ich es am geschicktesten mache, weil wir müssen aus diesem Mähdrescher ja noch Sachen rausholen, die wir hier abliefern müssen. Und da müssten wir mähen, den gleichen Stoff sozusagen. Also solange wir da was drin haben, können wir den auch nicht zumachen. Egal, wir machen es so. Ach, wisst ihr was? Ach so, da ist ein Feld. Dann nicht. Ich will einfach querfeld einfahren, aber da ein Feld ist, mache ich das nicht. Drifting! Wir driften mit dem Mähdrescher. Fahrphysik vom Feinsten. Ich fahre wie eine gesenkte Sau gerade im Moment, weil ich bin genervt. Ich bin einfach nur genervt. Sorry, dann sieht das bei mir so aus, wenn ich genervt bin. Und genervt bin ich, weil, ja, dieses Feld einfach nicht so wollte, wie ich wollte. Dann hätten wir das nämlich ganz genüsslich fertig gemacht innerhalb von ein paar Minuten. So haben wir jetzt 42 Minuten an dem Feld rumgeackert. Und dass mir jetzt Feld 2 angeboten wird, wo ich wieder einen Mähdrescher brauche. Ich meine, hier unten gibt es massig Felder, wo ich denke, warum kann ich die nicht abernten? Nee, Feld 2 hat Gerste. Und die bezahlen auch nur 3.000. Deshalb würde ich gern sogar den Rest mitnehmen. Aber ich kann erst hochfahren, wenn ich ihn zuklappen kann. Und zuklappen kann ich ihn erst, wenn er leer ist. Aber den Traktor, den fährst du wirklich besser, wenn du drin sitzt. Ist total skurril, aber es ist so. Tut euch das mal an. Externe Kamera, ist er doch schon 5-mal abgeflogen. So, externe Kamera. Wir brauchen Abladeseite. Da. So, wir laden alles aus, was wir kriegen können. Also auch wenn der Auftrag abgeschlossen ist, wird weiter ausgeladen. Er ist aber nicht abgeschlossen, wetten? Doch, er ist abgeschlossen. Sehr schön. Das heißt, wir haben alles, was noch in diesem Traktor drin ist, in diesem Mähdrescher drin ist, das ist uns. Die Frage ist, verschwindet das in dem Moment, wo ich den Auftrag abschließe, als erledigt? Oder behalte ich das, wenn ich es umgeladen habe? Das ist eine wichtige Frage.
fest mit einkalkuliert. Anders lohnt sich das nämlich überhaupt nicht, dieser Feldauftrag. Ja doch, anders lohnt er sich auch, aber so lohnt er sich besser. Wir testen das mal. Wir müssen das ja mal wissen. Ja, für den nächsten Auftrag, wo es vielleicht nur um 3000 Euro geht. Aber vielleicht noch irgendwie eine Frucht dabei ist, wo wir nochmal 2000 verdienen können. Sollten wir das schon wissen. Fahr schneller da vorne, weißes Auto. Fahr schneller. Wenn da jetzt schnellerer Verkehr wäre, mit 50 km/h hin und her, könntest du da nicht so drüber fahren. Du würdest die Autos, die dann da sind, wenn du da bist, nämlich nicht sehen. Och nö. Müssen die da die Leitplanke hinmachen? So, wir holen das jetzt aus dem Mitrescher raus und machen den Mitrescher zu. Und dann geben wir einen Auftrag ab. Und dann bin ich gespannt, ob im Anhänger die Gerste drin bleibt. Weil das ist nicht wenig. Guckt euch mal an, wie viel Gerste wir da rausholen. 4780 Liter. Die sind uns. Ja, wir sollten vom Feld runterfahren. Nicht, dass der sagt, das gehört zum Feld. Und also ich denke, ihr wisst, was ich meine. Also ich fahre mal hier runter, weil das zählt definitiv nicht mehr zu dem Feld da oben. So, den... Hallo, ich würde gerne rückwärts fahren, danke. Das ist schon ein bisschen crazy hier. Der setzt nicht auf, da drehen die... Wollen die mich veräppeln? Da drehen einfach nur die Ketten durch? Ernsthaft? Guckt euch das mal an, jetzt mal ohne Witz. Ist er da oben nicht aufgesetzt und haben einfach nur die Ketten durchgedreht? Ich kann das irgendwie gar nicht glauben. Nö. Ohne das fährt er da hoch, ohne Probleme. So, da kommen wir runter vom Feld, ohne nebendran alles platt zu fahren. Ja. Gleiches Problem der Steuerung. Da ist ein Tanker, oder? Irgendwo hier muss eine Tankstelle sein. Ja. Treffer. Ach, ernsthaft jetzt? Komme ich da nicht rum? Boah. Really? Gesund ist das nicht, was ich hier mache.
Bin auf dem Anhänger. Hallo, ich will tanken. Bin doch hier an der Tankstelle. Kann ich nicht tanken? Kann ich mich schicken? Das hat Tankstelle markiert. Nein. Ich häng. Also mit dem Ding hier zu fahren, ist echt eine Kunst für sich, habe ich so langsam den Eindruck. Ich meine, ich stand doch an der Zapfsäule, warum hat er das nicht gezählt? Dann wäre es doch gut gewesen. Dann hätten wir da getankt und dann wären wir einfach geradeaus durchgefahren zum nächsten Auftrag. Nee, es geht nicht auf der Seite. Ich muss auf die andere Seite, wie es aussieht. Und als dieses komische Ding da im Anhang mit dabei... Das ist nicht denn ihr Ernst, muss ich wirklich da dazwischen, um aufzutanken? Und da stand doch eben Befüllung starten. Ey, was ist denn der blöde Fehler von dieser Tankstelle? Da stand eben Befüllung starten. Ich drück A, nichts passiert. Ja, ist das eine Tankstelle oder ist das keine? Oh, Backtag heute, wirklich. Es ist ja gut, ihr habt mich überzeugt. Lasst mir die Ruhe. Jetzt habe ich absichtlich umgefahren, das Schild. Frust. Zorn. Wut. Machen Sie ein Tankstellensymbol hin, wenn du tanken willst, kannst du nicht tanken. Kurz taucht Befüllen auf, drückst du die Befüllen-Taste, tankt nicht. Warum ist dann da eine Tankstelle, wenn du dort nicht tanken kannst? Mähdrescher schafft's nicht, das Feld zu mähen, weil er an Hügeln hängen bleibt. Mähdrescher schafft es nicht aufzutanken, weil die Tankstelle nicht auftankt. Mähdrescher mit Anhänger bleibt überall hängen. Was ist denn heute los, ey? Das ist heute ein echt gebrauchter Tag, was das Spiel hier angeht. So, ich hoffe, wir kommen gleich an Feld 2 an. Ohne dass wir hier nochmal Mist bauen, indem wir uns einhaken in irgendeiner Leitplanke. So, da geradeaus müssten wir Feld 2 haben. Super, ist eine Leitplanke. So, 10 Minuten.
War die Maschine jetzt an, ohne dass er was Produktives gearbeitet hat? Da gucken wir drauf. Auftrag. Bin gespannt, ob wir das behalten. Abgeschlossen. Abschließen. Kriegen wir 8000 für. Wir nehmen an, Ernte. Feld 2. Inhalt ist noch da. Sehr schön. Bezahlung zählt. Dann fahren wir den noch hoch zu Feld 2. Ich vergaß. Fährt sich besser, wenn wir drin sitzen. Mit dem versuche ich erst gar nicht da zu tanken. Mit dem fahren wir direkt durch. Dann können wir beim nächsten Mal direkt Auftrag 2 anfangen. Das dürfte relativ schnell gehen. Ist ein kleines Feld, ist relativ flach. Hat auch Gerste drauf. Kriegen wir auch in den Anhänger. Fahren wir 24.000 Liter weg. Ist Auftrag erfüllt. Verkaufen Rest noch raus. Sollte laufen. War es wenigstens ein wirtschaftlich erfolgreicher Tag heute. Auch wenn alles andere ein bisschen komisch lief, wie tanken und so. Shit. Entschuldigung, verwechselt mit einer Straße euren Hof. Ich dachte, da könntest du geradeaus durchfahren. Ich dachte, es wäre Straße. Nee, das ist den hier Hof. Oh oh. Oh oh. Oh oh. Ist die Steigung hier echt so hardcore? Ja. Wenn du aus dem Seitenfenster guckst, siehst du wie hardcore. Hier oben ist Forstgebiet, ey. Da kannst du Bäume legen. Nicht nur einen. Wenn du da mal angefangen hast. Heftigst. Dann kannst du schön platt machen, dann kannst du ein Feld draufsetzen. Oder ein Kuhstall. Oder Bäume. Man muss nämlich Bäume pflanzen. Bäume absägen und hoffen, dass sie von selbst wieder wachsen. Keine Chance, nichts respawnen. Du musst alle Bäume, die du abmachst, auch wieder selber nachpflanzen. Selbst aufforsten. Ansonsten war's das mit deiner Forstwirtschaft. Und Bäume brauchen 10 Tage, um nachzuwachsen. Bei meiner Spielgeschwindigkeit also ewig. Come on. Lass mich dieses Feld erreichen. Ich glaube, runter zu es geht's besser. Angekommen.
So, und weil wir hier angekommen sind und alles hier stehen haben, was wir brauchen, fangen wir hier heute nicht mehr an, sondern ich sage an der Stelle erstmal danke fürs Zuschauen. Oh Gott, was sind da für Wellen drin? Ich dachte, das wäre gerade. Ich muss gerade mal gucken. Alter Schwede. Alter Schwede. Seht ihr die Wellen, die da drin sind? Ich hoffe, das geht mit diesem Mähdrescher, ohne dass wir aufsetzen und wieder stundenlang. Also wenn wir das quer mähen müssen, dann flippe ich aus. Das der Länge nach gibt einen Spaß. Das quer gibt einen Horrortrip. Da haben wir schon mal eine Schräge drin. Ist kein Problem, wenn der Mähdrescher auch schräg steht. Da kriegen wir eine Gerade, so eine Biegung und dann geht es auf der anderen Seite wieder hoch. Das ist ja die reinste Halfpipe. Ach du Scheibenkleister. Naja, streiten wir uns die nächste Folge mit rum. Also hier unten anfangen, da hochmähen, kannst du vergessen. Da oben kannst du da hoch und da kannst du hier runter. Aber ich glaube, hier hoch bleibst du stecken, hier in der Steigung mit dem. Wie auch immer, gucken wir uns nächste Folge an. Ich bin hier raus, ich sage danke fürs Zuschauen, danke für eure Geduld mit meiner leichten Genervtheit, weil wir einfach nicht runtergemäht haben oder nicht gescheit runtermähen konnten. Und ich hoffe, dass ich beim nächsten Mal ein bisschen relaxter bleibe. Ich weiß, worauf ich mich hier einlasse. Ich habe gedacht, das wäre gerade das Feld. Ja, Pustekuchen. Hättest du mal besser hingeguckt, ne? Sieht auf der Karte so schön aus zum Ernten. Ist wahrscheinlich wieder ein Horrortrip. Ich bin mal gespannt, wie das Ganze läuft. Gucken wir beim nächsten Mal. Tun wir es uns an. Und bis dahin noch viel Spaß auf YouTube. Noch viel Spaß mit meinen anderen Videos. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Bye, bye.